Moin und herzlich willkommen zu diesem duftigen Video. Heute geht es mal nicht um Bücher, sondern um Duftwachs. Viele Bücherliebhaber, viele Leser sind auch dem Duftwachs, den Duftkerzen verfallen. Und ich finde, es passt auch sehr, sehr schön zusammen, wenn man sich gemütliche Lesestunden zu Hause macht, dass man sich ja was Leckeres zu essen nimmt, was zum Naschen. Und ja, vielleicht einen Tee oder einen Kaffee und dazu sich aber auch einen schönen Duft anmacht, dass man so richtig schön ja, sich gemütliche Stunden machen kann. Und deswegen verstehe ich das gut, dass viele Leser eben auch den Duftkerzen sehr zugesprochen sind. Und auch bei mir ist das der Fall. Und ich habe ab und zu ja auch mal so kleine duftige Videos gemacht, bin aber da jetzt nicht der Experte drin, besonders auch nicht darin, die Düfte zu beschreiben. Dennoch wurde ich von der lieben Jutta angeschrieben und sie hat eine neue Handmade-Duftwachsfirma gegründet. Sie macht ihre Düfte selbst. Sie hat also diesen Duftwachs mit verschiedenen Ölen versetzt sie und gießt sie in sehr süße Förmchen. Und dieses Duftwachs kann man halt eben in die Teelichtlampe packen, sodass sich der, ja, Duft in den Raum verteilt. Ja, und sie hat mir eben ein kleines Päckchen zugeschickt. Ihr werdet das sicherlich schon auf anderen duftigen ja, Seiten, wollte ich gerade schon sagen, duftigen Kanälen vielleicht schon gesehen haben, denn sie hat mehrere angeschrieben, um ja vielleicht ihren Kanal so ein bisschen in die Gänge zu bringen, ein bisschen zu werben. Und ja, sie hat mich eben auch gefragt, ob ich ein paar Testpröbchen haben möchte und dafür ein Video machen würde. Und da habe ich natürlich nicht nein gesagt. So ein paar neue Düfte kennenzulernen ist ja immer schön. Und ich habe mir auch ihre Website angeguckt. Sie macht das wirklich mit Liebe und also man merkt, dass sie da auf jeden Fall Lust drauf hat und dass sie sich da Gedanken macht. Und ja, einige Videos dazu habe ich mir schon angeguckt und fand die Düfte, die da beschrieben worden sind, auch wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt hat sie eben auch neue Herbstdüfte gegossen und so ein paar hat sie mir hier eben eingepackt. Hier ist das Paket, das habt ihr ja auch eben im Thumbnail schon gesehen. Und ich werde euch natürlich den Shop in der Infobox verlinken, wenn ihr da ein bisschen mehr Informationen haben möchtet, wie sie das Wachs gießt und wie da so die ganzen Konditionen sind. Das werde ich hier jetzt nicht alles aufzählen. Hier soll es eigentlich hauptsächlich darum gehen, die Düfte zu zeigen und zu beschreiben. Ja, es sind so ganz kleine süße Pröbchen. Und es war auch ein schokoladiger Gruß drin, ein Knoppers lag drin, den kann ich euch nicht mehr zeigen, der wurde schon vernichtet, der hat nicht lange überlebt. Ja, und wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Es kommt in so einem kleinen süßen Tütchen daher und der erste Duft ist Bubblegum Pink. Achso, habe ich eigentlich schon gesagt, wie das die Firma heißt? Liebe zum Handmade, habe ich das genannt? Naja, ich sage es euch jetzt und wie gesagt, in der Infobox ist es ja auch nochmal verlinkt. So sehen die Tütchen aus. Hier steht dann immer, wann das Wachsmeld gegossen wurde, damit man weiß, ob die noch ein bisschen ziehen müssen oder ob die langsam mal weg müssen, weil so nach einem Jahr sollten sie schon aufgebraucht werden. Und hier ist auch so ein kleines Siegel drauf, das finde ich ganz süß. Handmade with love. Und ein kleines Thank you, especially for you. Ja, das sollen dann so kleine Dankespröbchen, denke ich mal, auch sein in Zukunft. Ja, ich habe die Düfte alle schon gerochen, weil ich konnte es nicht abwarten, als der Postbote hier geklingelt hat. Musste ich alles schon auspacken. Deswegen ist auch das ja, Paket offen und das ganze Verpackungsmaterial schon entfernt. So, wir haben hier eine kleine Eule. Sehr, sehr süße Förmchen mit einem schräg gelegenen Kopf. Ja, und Bubblegum Pink. Das riecht wirklich nach diesen pinken Bubblegum, also Kaugummi. So ein bisschen wie dieses Eis auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, dieser Kern. Sehr, sehr süß, sehr zuckrig. Und ja, es sind eigentlich so diese Kaugummis, die dann auch leicht und schnell ihren Geschmack verloren haben. Ich hoffe einfach, dass der Duft ein bisschen länger hält. Ja, schon mal sehr, sehr niedlich. Dann haben wir, das wird glaube ich schon einer sein, der so in Richtung Herbst geht, und zwar ist das der Hot Mint Chocolate Brownie.
Das Melt ist ein, ja, einfach ein dunkles Grün. Und ich denke mal, das soll so ein bisschen an After Eight erinnern. Und so riecht der auch. Also wirklich sehr, sehr ähnlich. Hier ist der. Dunkle Schokolade und Minze. Also den Brownie rieche ich da nicht raus. Ich rieche da nichts Kuchiges oder Teigiges. Wirklich schöne Minze und dunkle Schokolade. Also wirklich wie After Eight. Könnte man reinbeißen. Sehr, sehr lecker. Der nächste ist der Hot Apple Pie. Auch so ein typischer Herbstduft. Apfeldüfte gehen ja immer und dann eher in Zusammenhang mit etwas Kuchigen. Hier haben wir so ein kleines Geschenk mit Glitzer drauf. Ja, also Apfel riecht man auf jeden Fall raus und Vanille, finde ich. Und was sehr, sehr Süßes. Also hier rieche ich auch keinen Teig raus, sondern wirklich eher sehr, sehr süßen Apfel, fast schon künstlich. Und Vanille, aber irgendwas Stechendes hat er hier noch. Etwas Rauchiges irgendwie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen dieses Gebackene sein soll, aber das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen stört, dass es so ein bisschen rauchig riecht. Aber sonst ist es natürlich ein totaler Klassiker, der nicht fehlen darf. So, jetzt haben wir wieder zwei Eulen. Und zwar ist das der Duft Prosecco und Cassis. Damit hole ich euch auch mal eine Eule raus. Ich trinke ja nicht so gerne Sekt, aber ich finde das immer so erstaunlich. Ich habe jetzt schon öfter mal so an so Sekt, Duftwachs gerochen, wie das gemacht wird. Dass das auch immer so spritzig und prickelnd riecht. Ja, auch hier, man riecht tatsächlich diese Sektnote raus. Und auch, dass es irgendwie so ein bisschen prickelig in der Nase ist, finde ich total spannend. Aber Gott sei Dank ist es halt nicht nur diese herbe, trockene Sektnote, sondern wir haben hier eben auch was leicht beerig-fruchtiges. Ich finde, man riecht so ein bisschen Grapefruit raus, aber halt auch irgendwas Beeriges. Ja, also mit der Kombination mit der Frucht, so würde ich es halt auch trinken, finde ich den Duft wirklich sehr, sehr schön und ja, auch sehr mal was anderes irgendwie, hat man nicht so häufig. So, der nächste, ich glaube, das ist halt wirklich auch schon einer meiner Favoriten. Den finde ich so toll. Achso, ich zeige es euch einmal in der Tüte, bevor ich sie raushole. Und zwar ist das Schoko und Mandarine. Das sind so kleine Pralinchen in zwei Farben gegossen. Ja, ist wunderschön. Ich finde hier gut, dass hier nicht die Schokolade überwiegt, sondern tatsächlich die Mandarine. Und das riecht wie so eine Orangen-Mandarinen-Marmelade, so ein Püree. Was halt schon gezuckert ist, aber halt nicht so, also trotzdem sehr authentisch. Und dann so eine leichte Schokonote. Und ich finde, das riecht wie diese Softcakes, die halt eben diese Gelee-Füllung haben. Oben so, ja, Schokoladenüberzug und unten so ein Teig. Ja, Teig kriege ich jetzt hier nicht, aber hauptsächlich riecht man ja wirklich eh diese Orange und die Schokonote. Also das ist wirklich ein toller. Wirklich sehr, sehr schöner Duft. Gerade weil hier auch die Mandarine dominiert. Schokolade liebe ich zum Essen, aber ich finde, manchmal riechen sie tatsächlich auch ein bisschen muffig, die Schokoladendüfte, und sind mir ein bisschen zu schwer. Auch der nächste ist wirklich sehr interessant. Und zwar habe ich hier Cola. Das sind so drei kleine Sternchen. Ich kann euch natürlich jetzt erstmal nur, ja, sagen, wie sie kalt riechen. Ich habe sie noch nicht warm getestet. Aber cool. Ich denke mal, dass sie dann ähnlich riechen werden. Aber na, ja, man weiß es nie genau, wie sie denn warm riechen. Aber ich kann euch jetzt erstmal nur meine kalten Eindrücke nennen. Ja, Cola. Ich kann nur sagen, das riecht wirklich genau wie Cola. Auch hier haben wir dieses spritzige und prickelige wie von dieser Kohlensäure in der Nase. Total abgefahren. Ja, es riecht sehr, sehr süß und ja, typisch Cola, auch so ein bisschen Cola-Fläschchen, diese Gummifläschchen.
Aber durch dieses Prickelige ist es halt schon authentisch Cola. Also total interessant. Hätte ich mir so, glaube ich, nie bestellt, aber so irgendwie finde ich das auch ziemlich cool. Das nächste ist Jelly Bean. Auch hier haben wir wieder drei Sternchen, zweifarbig. Jelly Bean ist, glaube ich, auch etwas, was ich mir nicht so bestellt hätte auf Anhieb, weil das ja, naja, das sind ja diese künstlichen Süßigkeiten. Aber ich finde, es riecht nach Traubensaft. Ich habe gehört, dass oft diese Jelly Bean-Düfte oft nach Traube riechen. Ich hatte sonst, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich jemals daran gerochen habe, an diesen Duftwachs, Melz, wie auch immer. Aber ich finde, das riecht nach sehr, sehr süßen, gezuckerten Traubensaft. Und das gefällt mir. Also finde ich jetzt gar nicht so übertrieben süß, künstlich. Finde ich sogar interessant. So, wir haben hier noch eine Eule. Ich bin auch wirklich sehr, sehr ein großer Fan von diesen Förmchen. Und zwar ist das der Duft Number 5 Type. Nee. Dupe. Ja, das ist natürlich das Parfüm. Wahrscheinlich Chanel. Und das ist kein Duft für mich. Oh, nee, den finde ich, also den find ich höchstens noch fürs Bad ganz schön. Sehr, sehr seifig. Und so, ja, ein bisschen altbacken auch. Nee, also wirklich nicht. Bin eh nicht so der Fan von Parfümdüften, aber das ist höchstens was fürs Bad. Was Sauberes, was Seifiges. Die nächste Form ist wieder sehr, sehr süß. Und zwar ist das ein Dufttörtchen in der Duftrichtung Blueberry Muffin. Blaubeerendüfte sind ja oft sehr künstlich und auch sehr stark. So, hier seht ihr erstmal das Törtchen. Total süß gemacht. Zweifarbig und obendrauf mit, ja, pinkem Glitzer. Und hier finde ich auch total interessant, wie der riecht, weil ich finde hier wieder nicht, dass ich Teig rausrieche. Es riecht auch überhaupt nicht authentisch und trotzdem mag ich den Duft. Ich rieche hier tatsächlich nur Blaubeere, allerdings sehr künstliche Blaubeere und etwas Cremiges. Ich finde, das riecht wie eine Blaubeeren-Handcreme oder Duschlotion. Und ich finde, also diese künstliche Blaubeerennote riecht tatsächlich so. Ich weiß nicht, kennt ihr noch diese Filzstifte, die auch immer nach bestimmten Obst gerochen haben? Und da gab es ja auch Blaubeere. Und ich finde, danach riecht das. Ich finde, danach riecht das nach so Filzstiften, die nach Blaubeere riechen. Und halt eben so was leicht cremiges, pflegendes dabei. Also überhaupt nicht foodie. Also es riecht nicht nach etwas zu essen. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Also interessant. Ja, eine nächste Form, die ich super süß finde. Und zwar sind das zwei Pfötchen in der Duftrichtung Zuckerwatte. Und meistens finde ich diese Marshmallow-zuckrigen Düfte immer sehr langweilig, weil es einfach nur süß riecht. Aber hier erwartet einen nicht nur etwas Zuckriges, sondern auch was irgendwie leicht Fruchtiges. Na, komm raus. Ja, hier haben wir das Pfötchen auch wieder mit Glitzer bestreut, zweifarbig. Ja, es ist sehr, sehr süß und klebrig zuckrig. Aber es hat auch irgendwas süßfruchtiges dran. Ob das jetzt, ich glaube, es ist Erdbeere. Erdbeere oder Himbeere. Irgendwie sowas. Auch sehr, sehr künstlich, aber trotzdem irgendwie schön klebrig, zuckrig. Auch irgendwie ein schöner Duft. So, und jetzt habe ich hier noch drei so kleine Fässchen. Auch jeweils ein anderer Duft. Wir fangen an mit den Marry Me Type. Das ist ein blumiger Duft. Gucken, ob ich ihn hier rauskriege. Ja, ein blumiger und auch ein bisschen, ich finde, es riecht so ein bisschen wie ein blumiges Duschgel.
ganz schön, aber ich bin nicht so der Blumenfan, deswegen ist das jetzt nicht mein Favorit. Der nächste ist Kaschmir. Das ist so ein anthrazitfarbenes Wachs. Und obendrauf haben wir blaue Sternchen, auch wieder sehr, sehr schön. Und ja, bei Kaschmir denkt man ja eher so an was Kuscheligen, vielleicht ja nach Baumwolle oder irgendwie sowas. Vielleicht auch frisch gewaschenen oder so. Leicht parfümig manchmal, aber das ist er nicht. Also ich rieche da irgendwas Nadeliges tatsächlich raus. Für mich ist das ein Nadeliger, also nicht zu stark nadelig, auch nicht zu frisch, ein bisschen abgedämpft, aber ich rieche da Nadeln raus. Ich bin jetzt auch nicht der super Sherlock, was das Rausriechen an Düften angeht, deswegen. Ja, es ist einfach sehr, sehr subjektiv natürlich, aber ich mag den auch sehr gerne. Ich liebe diese nadeligen Düfte und gerade jetzt zur Herbst- und Weihnachtszeit. Aber Kaschmir riecht da, also diese typischen Kaschmir-Kuscheldüfte, rieche ich da jetzt nicht raus. So, und der letzte ist Milk and Honey. Das ist so einer, den ich mir auch bestellt hätte, weil sowas mag ich total gerne. So milchige Honigdüfte, so Milchreis oder sowas. Echt total schön. Und das ist interessant, weil mir oben riechen und unten riechen irgendwie zwei verschiedene Düfte. Wenn ich hier unten dran rieche, dann rieche ich Mandelmilch tatsächlich. Fast schon ins leicht Marzipanige übergehen. Und obendrauf rieche ich dann doch eher Honig und ein bisschen, ist es ein bisschen weicher. Aber total schön. Also Mandelmilch und Honig, könnte man sagen. Richtig, richtig lecker. Also das ist auch mein Favorit. Ich gucke noch mal durch. Wir sind jetzt durch mit den Düften. Ich würde sagen, Milk and Honey und auch Schoko und Mandarine sind meine Favoriten. Das sind die, die ich ja, wirklich super finde. Den ich gar nicht mag, das ist halt dieser Number 5 Chanel Parfümduft. Nee, das ist gar nichts meins. Und ja, aber die anderen finde ich auch alle interessant. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sie denn in der Duftlampe sind, beziehungsweise sich dann im Raum verteilen. Habt ihr denn schon ja, irgendwelche Erfahrungen mit diesem Duftshop gemacht? Weil so ein paar Monate ist der jetzt ja auch schon auf dem Markt, sozusagen, der Duftshop. Und vielleicht habt ihr da ja schon bestellt oder sprechen euch diese Düfte an oder sagt ihr, Gott, ich habe schon so viel Handmade-Wachs von anderen Duftfirmen, da braucht es jetzt nicht noch eine Firma. Oder seid ihr neugierig? Ja, welcher Duft hat euch hier jetzt am meisten angesprochen? Schreibt mir das alles in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt gleich auszusuchen, welcher in die Duftlampe kommt und mir dann einen schönen, ja, Dufte liegen, Lesetag zu machen. Und ich würde sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.